Herr Keller, lassen Sie uns einen Brief schreiben. Ich weiß nicht, ob das nötig ist, Herr Reuchlin. Das finde ich schon. Sie kriegen doch Eko ab, habalabab. Wollen Sie nicht lieber den Kugelschreiber nehmen? Hä? Was? Der Kugelschreiber? Wie? Da? Ach so. Warum? Macht man das heute so? Ja, schon. Also gut, man muss ja mit der Zeit gehen. Halt, was machen Sie denn? Was? Nehmen Sie doch lieber die Feder. Danach lernte ich dann Hebräisch und wurde Experte für jüdische Schriften. Deshalb hat mich auch der Erzbischof von Mainz um ein Gutachten gebeten, ob man jüdische Bücher konfiszieren und verbrennen sollte. Stellen Sie sich das vor. Bücher verbrennen. Oh, das kommt mir irgendwie bekannt vor. 1933. Geschichte wiederholt sich also doch. Und wissen Sie, wer dafür verantwortlich war? Dieser Herr sprechen Sie seinen Namen nicht aus. Ja, aber dieser Pfefferkorn. Und wie er sich aufspielte. Ich wurde vor ein Inquisitionsgericht gestellt. Und die Prozesse zogen sich bis nach Rom. Dort wurde ich dann in letzter Instanz für schuldig befunden. Ins Gefängnis musste ich aber nicht. Die Kirchenoberen hatten mit den 95 Thesen von Martin Luther ganz andere Probleme. Thank you.